Hallo und herzlich willkommen zurück zur Make a Base Picture. Ist schnell mal den Namen geändert. und ich habe wir sind schon gut vorangekommen. Und wo waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Ah ja, wir haben Schleifen und Haare alles fertig bekommen. Und ich würde sagen, heute. Ach, guck mal, hier unten ist ja auch noch eine Schleife. Ich würde sagen, die mache ich noch schnell. Und so. Ah, ich mag das Lied. Kennt ihr das Lied? Wisst ihr, woher das kommt? Ja, von einer der Bestsellern von von Tim Burtons war das. Ja, Tim Burtons. Und der Film hieß Core Bridge. Und, also, ne? Hochzeit mit einer Leiche. Und ich fand den so süß. Ich habe mir das Album, nicht nur den Film damals gekauft gehabt. Da war ich schon etwas kleiner. Hab da meine. Ja, egal. Ich drifte sonst wieder vollkommen vom Thema ab. Okay, also. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die Schleife zu Ende. Dann würde ich sagen, fangen wir mal langsam an mit dem Gesicht. Und manch einer würde jetzt denken, oh, das dauert ja so lange. Eigentlich dauert das ja nicht lange, es dauert bloß bei mir so lange, weil das liegt daran, weil ich ja immer aufnehme, immer 20 Minuten lang. Und deswegen kommt es einem so lang vor, weil eigentlich brauche ich für einen Liner auch bloß eine kurze Zeit. Das geht eigentlich flott. Aber wenn man jetzt aufnimmt und nicht immer weitermachen kann, weil man ja, ne? Up to date immer ist. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Was mir mal aufgefallen ist, gerade beim Rendern jetzt, ist mir aufgefallen, dass ich ab und zu mal mein Deutsch ein bisschen unterwürdige. Und zwar in diesem sächsischen Unterton. Ja, ich komme aus Sachsen. Bin aber nicht hier in Sachsen geboren. Ne? Das ist bloß das ist das Problem, dieses Dialekt. Wenn man zu lange in einer Stadt lebt, gebärt sich dann sozusagen das Dialekt an. Ja, und in meinem Fall war es leider Gottes das Sächsische. Ich habe nichts gegen 60. Ich habe ein Problem, das sogar schon auszusprechen. Tut mir leid. Sächsische Volk habe ich ja nichts dagegen. Ich mag die. Sind lustig und so. Ja, so viel dazu. Ich habe zum Beispiel jetzt keinen blassen Schimmer. Was in der letzten Folge so Thema war. Ich muss ja sagen, ich nehme ja hier gerade 5 Minuten vor der Angst auf. Sozusagen, heute ist der 5.7. und heute muss noch die Folge raus. Und mal gucken, es kann sein, dass heute auch nur eine Folge kommen wird erstmal. Weil ich es nicht geschafft habe aufzunehmen die Woche, weil ich einiges zu tun hatte. Da seid mir bitte nicht böse. So. So, das kommt dahin. Und das dahin. Das dahin. Das dort oben hin. Und du kommst näher so ran. So. Ah, ich muss sagen, ich glaube, ich schwärme jedes Mal von meinem Charakter. Ist so süß. Ist mir gut gelungen, muss ich sagen. Sehr gut gelungen, die Skizze.
Man muss ja. Eigentlich ist es ja so. Ich leg ja immer, wenn ich ein Bild mache, ich benutze nicht immer eine Base. Ne? Ein bisschen selbst kreativ bin ich natürlich auch. Hat irgendwas geklackt im Hintergrund. Naja. Und die meisten Skizzen, die ich immer vorher anfertige, die sind nicht so gut gelungen wie die hier jetzt. Was war denn jetzt? Das Lied abgebrochen? Auch okay. Ich hänge hier schon 5 Minuten an dieser einen kleinen Schleife. Ich nehme alles zurück mit dem, ah ja, eigentlich ist einfach, geht schnell. Ach, vielleicht liegt es auch einfach daran. Auch das Lied ist auch gut. Das kam mal in Scrubs, kam das. Und das ist, wie hieß er, Gabriel oder irgendwie so. Und das Lied heißt The Book of Love. Wirklich geniales Lied. Geiler Sänger auch. Ich kenne mehrere Titel von ihm. Habe auch ein Album im Regal stehen. Und wirklich super. Und so viel dazu. Ich habe gesagt, ich höre nicht nur diese Animes und so. Höre ich auch ab und zu mal gerne, aber manchmal auch mal ein bisschen eingeborene Deutsch, so, ne? Eingeborene Musik. Eingeborene Musik. Was? So, fertig. Eigentlich müsste ich ja noch, obwohl. Nee, komm. Lass ich so. Ich habe mir jetzt so gedacht, machst du hier noch warte, ich zeig dich mal in einer Skizze. Muss ich hier wieder alles rauskramen? Oh. Da geht mir gleich wieder alles kaputt hier. Ein Moment. Wo kommt das rein? Na, das kommt hier rein. Vor allem das Lustige ist, ihr seht ja nicht, was ich hier gerade mache. Ich kann ja mal sagen, was ich hier gerade mache. Und zwar ist. So, das kommt oben. Und zwar ist mir gerade das Klappding hinten an der Tastatur rausgefallen. Jetzt will das Scheißteil nicht mehr rein. So, drin. So. Das Pad rausgekramt. Stift her. Der geht mir auch langsam kaputt. So, ich zeig mal, was ich meinte. So etwas ungefähr. Ups. Was war denn das? Komm, mach weg. So etwas ungefähr, so, ne? Sowas. Meine. Ist gerade ein bisschen alles scheiße, weil ich komme mit dem neuen Pad noch nicht ganz klar. Ich habe mir einen neuen Pad geholt und ne, so ein Graphic-Tablet und ich komme damit noch nicht ganz klar. Weil das ein bisschen größer jetzt ist als mein anderes. So, das räume ich jetzt mal wieder weg. So, alles weg. Weiter geht's. Wir haben nicht so viel Zeit. Also, hoch, so, jetzt machen wir das Gesicht. Was denn hier? Was habe ich denn hier letztens gemacht? Oh, wie sieht das aus? So. So. So, das kommt hier runter. Ich finde, dass es hier noch ein bisschen zu kantig ist. Ein bisschen kantig ist das.
Hier so. Ich blende mal kurz aus. Ja, das ist ja eindeutig kantig. Das sieht so scheiße aus. Es geht alles. So. Er weiß, was ich letzte Woche fabriziert habe. Aber ist schon mal ganz okay. Ich freue mich auf alle Fälle, das Ganze dann zu kolorieren. Aber da ist halt wirklich die Frage, ob ich das auch noch aufnehme, weil eigentlich nicht mehr. Weil ich mir ja schon was anderes ausgesucht habe und das würde ich nämlich auch gern noch machen. Zack, zack, zack. Das dauert mir halt ein bisschen zu lange. Ich sehe es ja schon in meiner anderen Folge. Auch selber Charakter. Augenbraue gefällt mir nicht. Und der Nachbar brüllt wieder. Das ist immer wieder schön. Ich habe mir auch die schönste Zeit gerade ausgesucht, um aufzunehmen. Denn jetzt gerade spielt, soweit wie ich weiß, Deutschland. Und mein Nachbar ist liebend gern mal ein bisschen lauter. Und ich würde sagen, also eigentlich, ich habe bislang immer so das Gefühl gehabt, dass genau dieser höllisch gerne immer in den Aufnahmen von mir ist. Denn es wäre nicht das erste Mal... Oh, Soundtrack von Inuyasha, auch so super. Super Anime. Wobei ich den Manga nie geguckt habe. Schande über mich! Ja, der ist furchtbar gern scheinbar in den ganzen Aufnahmen. Jedes Mal, wenn ich aufnehme, brüllt der rum. Ich meine, okay, ich verstehe, Fußball, Deutschland, oh. Aber ich meine, muss man dann gleich so So, jetzt bin ich von vollkommen... Ach nee, Deutschland spielt da heute gar nicht. Die haben doch gestern gespielt, oder? Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, doch, das war gestern Abend. Mein Nachbar ist ja auch so schön, der denkt auch abends an mich. Na? Der denkt auch wirklich... Der wird sich auch so denken, nachts um 12, machen wir mal schnell Krach. Und der Hund denkt sich das Gleiche gerade. Das ist immer wieder wunderbar. Es ist vor allem, ich weiß nicht, was das für ein Nachbar ist. Nachts um 12 macht der noch Krach, brüllt rum, brüllt das ganze Haus zusammen. Muss man auch sagen, dass die Häuser, die Wände nicht gerade dünn sind. Dick, meinte ich. Und das ist nicht schön. Das nervt. Vor allem, wenn du jetzt früh arbeiten gehst, ne? Und musst früh aufstehen, was machst du dann? Du kannst ja kaum schlafen bei dem Gebrüll. Also... Ganz ehrlich, zum Glück ist er jetzt Wochenende, da geht's. Und kann er von mir aus rumbrüllen, wie er will. Wir haben ja heute Sonnabend schon. Und mal gucken. Vielleicht ist er ja mal wieder sonntags ein bisschen lauter. Und... Was die Leute heutzutage für Probleme haben. Ich verstehe das nicht. Ich meine, mal eine Frage. Warum guckt man Fußball?
Sag mir das mal. Warum? Was macht das Fußball? Es ist, keine Ahnung, ist das Geschichte? Ist das Weltpolitik? Ist das Geschichte? Ist es die nächste Wahl oder irgend sowas? Ist das so weltbewegend, dass man rumbrüllen muss, das so ernst nehmen muss? Nee, ist es nicht. Boah, dieses Thema beschäftigt mich schon so viele Jahre. Natürlich, ich habe nichts gegen Fußball. Ich habe damals auch selber Fußball geguckt. Aber seitdem das so aufgepusht wird in letzter Zeit, das ist wirklich extrem geworden. Da macht es absolut keinen Spaß mehr zu gucken. Ich meine, sollen sie alle einen Ball in die Hand geben und ins Tor rennen? Nichts gegen Fußballer oder so, aber es nervt zurzeit. Es nervt einfach echt. So. Sieht gerade ein bisschen komisch aus, aber man... Alter, da bricht schon wieder die Musik ab. Was ist denn halt los? Bricht die Musik ab, da bricht die Musik ab. Ja, was ich sagen wollte ist, sieht ein bisschen komisch aus, aber nachhinein ist es gar nicht mehr so schlecht. Glaubt mir's. Das ändert sich dann. Das ändert sich dann. So, ab zum nächsten Euge ein. Ah ne, ich bin ja hiermit noch gar nicht richtig fertig. So. So. Boah, das war auch ein sehr begehrtes Anime gewesen, wo das Lied hier gerade läuft. Ich habe bloß wieder den Namen vergessen. So. So. Supi, das geht so. Ich glaube, ich bin wieder viel zu leise, ne? Ach, guck einer an. Der Hund macht Krach wieder. Ist er jetzt eh egal, denn ich muss gucken. Hier. Da. Da, da. Auf alle Fälle will ich das Gesicht noch vorher schaffen. Ich habe gutes Vertrauen. So. Was macht denn der? Also ich meine meinen Hund gerade. Was auch immer. Beschäftige mich jetzt nicht damit. Ein Moment. Ich mach mal kurz Pause und wahrscheinlich ist auch das Lied vorbei und es läuft was ganz anderes. Also bis gleich. So, ich bin wieder da. Und was läuft jetzt? Es läuft schon wieder The Book of Love. Puh.
ich bin eigentlich... Nee, das muss ein bisschen breiter. It's full of chance and facts and figures and instructions for dancing. Boah, Alter, der Hund geht mir grad tierisch auf den Nerv. Oh Mensch. Hab ja so einen süßen kleinen Mischling. Was heißt kleinen, großen Mischling? Halb groß, mittelgroß, was auch immer. Und, ja. Halt so. So. Mist, jetzt gehe ich in die Oberlänge, ne? Ich gehe in die Oberlänge. So, nein, ich will nicht. Oh, ich will das hier noch. Nein! So, so. Aber wenn man zu schnell arbeitet. Alter, wo ist mein Deutsch gerade? Huch, da bin ich drüber gekommen. Wie viele habe ich hier? Vier. Hier sind nur vier. Okay. So. Oh. So, nee, das muss ich ein bisschen kleiner machen. Okay. So, vielleicht hier noch? Nee, das dürfte jetzt nicht gut... Nee. So vielleicht? Nein. Im Nachhinein gefällt mir es... So, runter mit dir. Runter. So, ja. Das gefällt mir schon ein klein wenig besser. Ja, ach, wie süß. Nee, das habe ich mir jetzt anders gedacht. So. Ja, so geht's eigentlich. So, jetzt noch schnell das Halselein. So. Oh, und schon wieder Soundtrack. Von Inuyasha. Fade in Love dürfte es sein. Muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Darüber reden wir aber in der nächsten Folge mal. Hä? Gut, also das war's erstmal für mich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi.